Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya. Sekarang saya sedang berada di kantor saya di Departemen Rehabilitation Medicine Hannover Medical School. Di samping saya ada Amin Riyad. Dia dari Israel. Nanti akan saya minta dia untuk memperkenalkan diri. Tapi dia akan berbicara bahasa Jerman mostly selama conversation ini. Tapi jangan khawatir, nanti akan saya buat subtitlenya, jadi kalian semua juga bisa mengerti. Kenapa saya undang dia? Karena dia seorang Muslim yang juga hidup tinggal di Israel. Dan kebanyakan kita di Indonesia tidak mengetahui bagaimana sih kondisi atau situasi Muslim yang tinggal di Israel. Tapi saya tidak akan membahas secara general, hanya akan membahas tentang kehidupan dia saat kecil, kemudian sekolah di sana, kemudian karena dia untuk kuliah dilakukan di Jerman di Hannover Medical School, jadi kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana perjalanan dia selama kuliah di Jerman di Hannover Medical School, kemudian bagaimana setelah lulus dari kuliah di Hannover Medical itu sendiri. Ya, Amin, thank you very much for your coming and your time. I really feel excited because you will share your experience to our audience, maybe Indonesia or maybe also other part of the world, because they do not know clearly how the situation as a Muslim who live in Israel in the beginning, and then how your journey when you do a school in in university in Germany in Hannover Medical. But yeah, maybe in the beginning I would like to ask you to introduce yourself, please. Okay. Assalamu alaikum. Ich heiße Amin Riyad und ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf im Süden von Israel oder Palästina. Also ich bin Palästinenser ursprünglich. Ich bin halt ja durch aber die politische Situation, die historische politische Situation in einem anderen Land sozusagen aufgewachsen, quasi Israel. Und mein Dorf heißt Drijat. Das ist im Süden in der sogenannten Negev-Wüste, in der Nähe von der großen Stadt Beersheba. Ich besitze ja die israelische Staatsbürgerschaft, ich habe keine palästinensische Staatsbürgerschaft und in Israel wohnen ungefähr genau auch so 2 Millionen, wie ich die den gleichen Status haben. Ich bin dann dort auch aufgewachsen, so bis zum 18. Lebensjahr, das ist auch in der Nähe vom Toten Meer. Genau, da ganz wichtig zu erwähnen, soll ich jetzt über die Schule erzählen? Noch nicht. Kannst du bitte uns sagen, wie viele Geschwister? Ja, ich komme tatsächlich aus einer großen Familie und das ist Standard bei uns, Palästinenser insbesondere. Ich habe 10 Geschwistern, wir sind 14 Geschwister sind wir insgesamt. Wir sind 7 Jungs und 7 Mädchen. Okay. Ja, und mein Vater ist Reiseleiter vom Beruf. Er führt Touristen im gesamten Land, in Israel und in Palästina. Und auch viele Indonesier kommen. Ja, und wir haben auch ganz viele indonesische Touristen. Tatsächlich, mit denen hat mein Vater auch jahrelang gearbeitet. Tatsächlich da als Busfahrer, weil wir Busunternehmen hatten. Mein Vater kann auch Englisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Polnisch und in diesen Sprachen konnte er mit Touristen rumführen und zeigen, was da für touristische Attraktionen zu sehen sind. Und auch ein paar Indonesische Worte. Yes. Yeah. Okay. Good. Yeah. So he already mentioned how about his family background. It is very interesting actually. But now maybe we also would like to learn from you about how your school life, please. Zur Schule bin ich in meinem kleinen Dorf gegangen bis zur 9. Klasse, weil wir ein kleines Dorf sind. Wie alt warst du, wenn du in die Schule, da hatten wir keinen Kindergarten, nur ein Jahr, nicht so wie heutzutage Standard 3 Jahre. Also ich bin mit 5 in den Kindergarten und mit 6 eingeschult worden in die 1. Klasse. Und genau, bis zur 9. Klasse war ich in meinem Dorf und zum Gymnasium bin ich tatsächlich in einem Nachbardorf gegangen, weil es ein bisschen größer ist und sie haben ein Gymnasium. Dafür bräuchte man mehr Schüler. Das konnten wir in unserem Dorf leider nicht anbieten. Vielleicht bietet sich diese Möglichkeit in demnächst.
Also ich bin dann halt ungefähr 3 bis 5 Kilometer mit dem Bus morgen jeden Tag dahin gefahren. Es gab eine organisierte Busfahrt für uns Schüler, die da in diesem Dorf, in einem Nachbardorf zur Schule gegangen sind. Da konnte ich dann halt mein Abitur abschließen, 3 Jahre lang. Und danach, genau, da, als ich fertig war, da war ich so 17 Jahre alt. Und dann kam quasi die nächste Herausforderung, nach Deutschland zu kommen. Musstest du auch in Deutschland Studienkolleg machen oder nicht? Nein, das israelische Abitur ist sehr gut anerkannt in Europa, okay. Weil Israel, man kann ja so sagen, politisch gesehen wird in Europa als europäisches Land behandelt. Okay, ah. So, wir brauchen auch kein Visum und gar nichts, also von daher war das ganz einfach. Du bist glücklich. Ja. He already mentioned about his school life, yeah, and then we also learned that student or pupil maybe, yeah, who already finished the school in Israel, they do not need to do the student college just like Indonesian student, because they still need to do student college for 1 year, I think, if they would like to continue studying in Germany in university. Yeah. So, when you still in Israel, do you have any contact to other Israel people or Jewish people maybe there? So, ich persönlich hatte keine Kontakte, so große Kontakte zu anderen Mitbürgern wie Juden. Mhm. Meine Freunde waren fast nur Araber, und das kommt nur aus dem Grund, dass ich nur in eine arabische Schule gegangen bin und da konnte ich nur mit Arabern halt befreundet sein. Sag ich mal, im Gegensatz zu mir, meinen Eltern bzw. meinen großen Brüdern, die halt ja in der israelischen Gesellschaft integrierter waren und gearbeitet haben, haben dort ganz viele jüdische Freunde gehabt, und deshalb kann man das auch machen, das ist ja unproblematisch, aber man muss halt mit denen in Kontakt kommen. Also in meinem Dorf habe ich rein arabisches, muslimisches Leben geführt, und außerhalb meines Dorfs musste ich dann halt ja auf Hebräisch sozusagen, wenn ich in einer jüdischen Nachbarstadt fahren möchte, sprechen, ich möchte mich auf Hebräisch dann verständigen. In der Schule tatsächlich haben wir alles auf Arabisch gelernt. Mhm. Ja. Wir haben auch Hebräisch als Fremdsprache gelernt. Und es gibt ja auch in Israel jüdische und, also nicht Jude, ja, jüdische und arabische Schulen. Und ich konnte auch tatsächlich in die jüdische Schule gehen. Mhm. Aber das war halt ja für uns nicht so einfach, für meinen Vater so viele Kinder dahin zu schicken, und war es einfacher, wenn wir halt zu Fuß lieber in die Schule gehen, weil man ja die Fahrt organisieren müsste. Und die Juden konnten auch tatsächlich zu uns, aber das ist sehr selten, dass die halt ja in eine arabische Schule gehen. Mhm. Und es gibt in den großen Städten wie Beersheba, die nächste größte Stadt zu uns, sozusagen bilinguale Schulen. Okay. Hast du in deiner Schule auch Englisch gelernt? Ja, Englisch war dann halt ja die zweit Fremdsprache, deshalb war sie ein bisschen am Rand, war nicht so richtig wichtig für uns, Englisch zu lernen, weil wir in erster Stelle Arabisch gelernt haben, in zweiter Stelle Hebräisch, und dann kam Englisch, das war schwierig, so die drei Sprachen zu kombinieren. Okay, das ist ja. Genau. So, actually they have a different type of school, but anyone can enter the school, whether it is Arabic school or a Jewish school. But this is not a language school, yeah? This is just a normal school, but mostly the main teaching in the Arabic school is by using Arabic language. And then in Jewish school, they use a Hebrew language. But any of the students can enter which one they would like to choose, actually. Now you said because you and then flew to Germany, yes, for study. What first question is, why did you choose Germany, and then why did you want to study medicine? Okay, das ist eine sehr gute Frage.